Guten Tag, ihr Damen und Herren. Ich begrüße euch zur Ballermann Radio Nachrichtenshow. Kinder und Jugendliche begrüße ich ebenfalls. Für euch im Ballermann Nachrichtenstudio. Bonn, Mainz. Während der ZDF-Live-Sendung Fernsehgarten am 28. Juli mussten rund 6000 Besucher wegen eines Unwetters evakuiert werden. Das Motto der Sendung lautete: Mallorca ist nur einmal im Jahr, und hatte viele Ballermann-Künstler zu Gast. Künstler Lorenz Büffel schaffte es noch vor der Evakuierung, eine Liebesbotschaft an seine Freundin Carolina Nöding ins Mikrofon zu rufen. Er untermalte seine Bekundung mit heroischer Armbewegung und festem Herzklopfen. Die Empfängerin des Liebesrufs war gerührt und gab anschließend ihren Hit Inselkind zum Besten. Als das Unwetter hereinbrach, wurde die Sendung live im Havariestudio fortgesetzt. Moderatorin Andrea Kiewel und die geladenen Künstler gaben der Sendung mit Improvisationen aus der Not heraus einen ganz besonderen Pfiff. So agierte beispielsweise Lorenz Büffel als lebender Mikrofonständer für Jürgen Drews, der dies gelassen hinnahm. Bremen. Eine Evakuierung wegen schlechten Wetters bei einer großen Veranstaltung hatte es bereits am 20. Juli gegeben. Besucher der Uli-Party in Bremen mussten kurzzeitig in Hallen verbracht werden, bis die Unwetterfront weitergezogen war. Die Vorsichtsmaßnahme verlief professionell, ohne Zwischenfälle. Anlässlich des Partyhits Bierkapitän von Richard Bier und Markus Becker fing Ballermann Radio während der Uli-Veranstaltung die besten Bierbräuche ein. Die meisten Partygäste lüfteten bereitwillig ihr Oberteil und präsentierten stolz ihren gezüchteten Bauch. Lediglich 10% der angesprochenen Uli-Besucher widersetzten sich der Bierbauch-Challenge. Ballermann Radio wird auf weiteren Veranstaltungen Bierbäuche sammeln, wie es etwa auf der Uli-Party in Dortmund am 17. August passiert ist. Letztlich findet eine Wahl zum schönsten Bierbauch statt, die von den Hörern von Ballermann Radio entschieden werden wird. Entschuldigung, Moment bitte. Kinder und Jugendliche dürfen gerne weiter zusehen. Hallo, Regie. Es ist heiß. Könnt ihr vielleicht den Ventilator in meine Richtung drehen? Ich habe keine Haare, da kann nichts rumfliegen. Ah, ja, vielen Dank, liebe Regie. Tut mir leid, meine Damen und Herren, jetzt kann es weitergehen. Schulen in Niedersachsen. Annette und André Engelhardt, die Markeneltern von Ballermann, haben bereits im Frühjahr 3 weitere Pferde vor dem Metzgertod gerettet. Sie schlugen der Industrie für Pferdewurst ein Schnippchen und sprangen in höchster Not engagiert ein. Die geretteten und geschwächten Tiere wurden auf der Gut Eiderbichl Ballermann Ranch im niedersächsischen Scholen untergebracht. Ballermann Radio hat für eines der geretteten Pferde die Patenschaft übernommen und ist nun offiziell Eiderbichler. Paten für weitere Tiere werden gesucht. Interessenten für Tierpatenschaften melden sich bitte auf der Gut Eiderbichl Ballermann Ranch. Patenpferd von Ballermann Radio ist Stute Paula. Sie ist Kaltblüter und genießt nach ihrer Rettung bisher unbekannten Auslauf, regelmäßiges Futter und liebevolle Pflege in ihrem neuen Zuhause. Kaltblüter stehen auf der Liste der gefährdeten Nutztierrassen, da sie als Rückgepferde kaum noch im Einsatz sind. Paula und ihre beiden Leidensgenossinnen stammen aus einer ganz üblen Pferdehaltung im Saarland, wo sie seit ihrer Geburt halb verhungert im Schlamm dahin vegetieren mussten. Nein, doch. Sie landeten nach ihrer Befreiung zunächst beim Pferdemetzger, bis sie im Zuge der Tierrettung auf die Gut Eiderbichl Ballermann Ranch verbracht wurden. Näheres zur Geschichte von Paula und den anderen Tieren auf der Ranch findet ihr auf unserer Webseite. Ballermann-Radiomoderator Timo Lüth trägt in der Partyszene den Spitznamen Mr. Tagesschau. Daher wurde vom Gremium entschieden, ihn bei dem neuen Format in der Ballermann-Radio-Nachrichtenshow einzusetzen und... auch ohne Föhnwelle und ohne Solariumbrille. Das war keine Fake News, aber auch keine Meldung für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Durchblick first. Entschuldigt bitte den kleinen Zwischenfall. Malle. Der grobe Unfug auf unserer Lieblingsinsel Mallorca nimmt dramatisch zu. Es sind vermehrt Wildpinkler unterwegs, die ungeniert an Hauswände oder andere Stützhilfen urinieren. Außerdem steigt die Zahl derer, die auf Ampeln und Laternen klettern und sich wie Brüllaffen benehmen. Die Inselregierung ist empört und denkt über Maßnahmen nach, die den Unfug eindämmen sollen. Ballermann Radio zieht in Erwägung, den mallorquinischen Behörden den Einsatz von superhydrophobem Lack zu empfehlen.
Dabei handelt es sich um einen wasserabweisenden Lack, der beim Anpinkeln entschlossen zurückspritzt. Hamburg St. Pauli wehrt sich bereits seit längerem gegen Wildpinkler und setzt diesen Speziallack an hochfrequentierten Wänden auf der Reeperbahn ein. Seitdem klagen einige Barbetreiber über Pfützen unter den Barhockern, die von tropfenden Hosenbeinen herrühren. Man kann eben nicht alles haben. Jetzt kommen wir zu den 5 Brausestäbchen, unser rasenprickelnder Überblick. Menno, ich bin nur 1,68 und ihr macht mich noch kleiner. Moderatorin Vera Entwehn flog Anfang August auf Mallorca mit ihrer Lebensgefährtin nach weniger als einer Minute aus dem Megapark. Grund Nüchternheit. Oder vielleicht mögen die beiden kein Bier? Nichtsdestotrotz suchten sie im Anschluss den Bierkönig auf. Der Begriff Freibier ist bei Werbemaßnahmen in Arenal nicht mehr gestattet. Achtet auf angekündigte Glücksradaktionen in der Nähe des Megaparks, dann seid ihr auf der richtigen Fährte, sollten euch ausgedörrte Kehlen plagen. Zu Beginn der neuen Fußballsaison hat Ballermann Radio einen neuen Fußballblog auf seiner Webseite gestartet. Der Blog bietet euch regelmäßig interessante Berichte von Spieltagen und angesagten Wettbewerben. Außerdem gibt es ein Kicktippspiel, bei dem ihr Fußballtipps abgeben und euch mit anderen Fußballfans messen könnt. Für Ehekrach wegen steigender Fußballkrankheit wird keine Haftung übernommen. Am 7. August musste Lukas Cordalis seinen ersten Geburtstag ohne seinen Vater feiern. Musiker und Produzent Lukas wurde 52 Jahre alt und erfuhr Trost durch ein Ständchen seiner kleinen Tochter. Costa Cordalis verstarb am 2. Juli 2019 und hinterlässt bei seiner Familie, Freunden, Fans und in der Musikwelt eine große Lücke. Ballermann Radio hat sich bereits zu Jahresbeginn Kampagnen für Nachhaltigkeit und gegen Plastikmüll auf die Fahnen geschrieben. Unternehmen, die plastikfrei produzieren oder Plastik vermeiden, sind weiterhin aufgerufen, sich zu melden. Ballermann Radio wird darüber berichten und Sendezeit zur Verfügung stellen. Bei der Kontaktaufnahme ist das Berühren des Plastiks von Telefon oder Tastatur akzeptabel. Und nun die Aussichten auf das Szenewetter am und rund um den Ballermann. Blitze bestimmen die Großwetterlage der Szene. Die aktuelle Lage auf Mallorca ist heiter und lässt nur wenige Wolken aufziehen. Für grimmige Unwetterminen sorgen wie gewohnt die lästigen Helmuts, aber auch Straßengangster, die sich diebisch unter das Partyvolk an der Playa mischen. Shit! Vorsicht vor blitzartigen Geierfingern ist daher eindringlich geboten. In Deutschland ist das Partygeschehen trotz zeitweiliger Unwetter ungetrübt. Die Sommersaison hat noch etliche Partys zu bieten und störende Blitzbirnen sind aufgrund des blitzschnellen Sicherheitspersonals kaum zu befürchten. So, alles wieder schick. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Bis bald. Auf Wiedersehen. Stopp! Regie, bitte Abspann anhalten. Hallo zurück. Wir haben etwas Wichtiges vergessen. Klaus! Weißt du, was das war? Ja, genau, eine Überraschung. Diese erste Folge der Nachrichtenshow ist dir und dem 10-jährigen Jubiläumsjahr von Ballermann Radio gewidmet. So Leute, das war die Nachrichtenshow von Ballermann Radio. Aus ist euer Timo Lüth.